24 Tim, ein sehr großer TikToker, zu dem ich eine Parodie gemacht habe. Und nun stellt sich die Frage, hasse ich 24 Tim? Falls sich hier manche wundern, warum sollte ich ihn hassen und so weiter, das erkläre ich alles im Video. Kurz vorab, ich habe wie gesagt eine Parodie auf TikTok gemacht und super viele Leute haben das komplett falsch aufgenommen und darüber werde ich heute mal reden. Ich werde mal das Video einmal zeigen. Ich werde alles so ein bisschen erklären und so weiter und was schiefgegangen ist. Und ja, falls euch das interessiert, könnt ihr gerne bis zum Ende da bleiben. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like, da würde mich sehr freuen. Und dann fangen wir einfach an und reden gar nicht so lange rum. Also, erstmal wäre es 24 Tim. Ich denke, das muss ich eigentlich nicht erklären. 24 Tim hat ja doch eine sehr große Reichweite. Apropos, im Hintergrund ist wieder Tower of Hell, weil ich denke eigentlich, das ist immer ganz cool in solchen Videos im Hintergrund. Und ja, der Punkt ist einfach, ich habe eine Parodie gemacht, weil ihr kennt ja alle seinen Song Pling Pling. Der wurde ja damals nicht sehr gut aufgenommen von den meisten. Und er hat jetzt angekündigt, seit längerer Zeit, dass er den Song Gönn Dir, seinen zweiten Song, rausbringen will. Und zu diesem Song habe ich mir halt gedacht, wo ich das nämlich mal gesehen hatte, dazu will ich eine Parodie machen. So, der Punkt war, ich habe in der Parodie, eigentlich muss man wissen, meine Videos sind ja nicht ernst zu nehmen auf TikTok, vor allem auf TikTok nicht. Ich hatte, habe schon Videos, da habe ich zu Salami und zu kompletter Blödsinn. Das wissen auch viele, die meine TikTok-Videos kennen und so weiter. Vor allem auf TikTok mache ich sehr viele Blödsinn-Sachen, die man einfach nicht ernst nehmen kann, natürlich, weil es einfach nur ein Spaß ist. Und ja, ich habe halt eine Parodie gemacht, wo ich einfach nur ein bisschen Sachen zu dem Kontext vom Song machen wollte. Beispielsweise wurde ja dann im Song alles Mögliche gesagt. Hat er dann beispielsweise gesagt, er hat auch auf Instagram schon die 2 Millionen Follower geknackt und hat bald die 3. Und dann habe ich beispielsweise dazu auch was gemacht. Ich habe nämlich dazu dann eine Szene gemacht, wo ich in dem Katzen- oder nicht in dem Kinderhaus sitze. Ist aber inzwischen eigentlich ein Katzenhaus, weil es unseren Katzen im Prinzip alleine gehört. Und sie ist auch als Toilette benutzen, was nicht so angenehm ist, aber das mache ich davor immer sauber. Auf jeden Fall, ja, und da habe ich mich dann halt reingesetzt, habe durch dieses kleine Fenster ein Schild hingehalten, also ein Blatt, wo ich 2 Millionen Abonnenten drauf geschrieben habe, Follower, und das durchgeschrieben und dann noch ein Blatt, wo dann 3 Millionen Follower drauf standen. Und sowas habe ich halt im ganzen Video gemacht. Ich habe mir beispielsweise so ganz lange Fingernägel gemacht aus Papier. Einfach nur als Anspielung, weil ja 24 Tim immer sehr lange Fingernägel hat. Ich meine, ich habe auch Fingernägel. Wunderschön auf jeden Fall. Und ja, daher natürlich habe ich auch gar kein Problem mit Fingernägeln, vor allem nicht mit Gelnägeln und so weiter. Ich habe das ja auch selbst und ich finde es auch echt schön, sowas. Aber ich habe einfach nur auch Spaß, weil halt 24 Tim immer wirklich so gefühlt einen Meter lang Fingernägel sich machen lässt in seinen Videos dort. Vor allem wegen den Songs habe ich mir gedacht, okay, dazu mache ich dann einfach so Papierfingernägel. Ich werde auch gucken, dass ich im Hintergrund das dann immer wieder mal einblende, diese Szenen aus dem Video oder überhaupt das ganze Video einfach einmal, dass ihr es ein bisschen seht. Und ja, ich habe halt im Video unfassbar viele Kommentare gekriegt mit, dass es absolut schrecklich ist, was ich sowas mache, dass das viele nicht von mir erwartet hätten, dass ich so grausam bin und sowas halt. Also halt so, als ob ich halt 24 Tim jetzt komplett abgöttisch hasse und ihn komplett mit dem Video schlecht drehen will. Ich habe beispielsweise auch im Video eine Szene, habe ich im Video gemacht, da habe ich einen aufgeklebten Mund. Und im Video habe ich auch eingeblendet POV 24 Tim. POV heißt Point of View, also einfach aus dieser Sicht so. Und genau, das mit dem Mund erstmal wurde auch nicht gut aufgenommen. Also manche fanden es natürlich auch lustig. Natürlich, ich muss dazu sagen, die Meinungen sind natürlich gespalten. Es gab natürlich viele, die wissen das aus meiner Community, dass das einfach nur ein Spaß ist. Dass so meine Videos einfach nur sind, dass sie lustig sein sollen und so weiter. Und da klingelt jemand schön. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und ja, der Punkt, also doch, es ist natürlich der Fall, dass es lustig gemeint ist. Aber es gab halt auch viele negative Kommentare, beispielsweise, egal ob halt, dass ich ihn hasse oder das mit dem Mund, wie blöd das ist, dass ich ihn so schlecht darstelle, dass ich mich über ihn lustig mache, dass viele halt sowas von mir nicht von mir erwartet hätten, natürlich dann mir auch wieder entfolgt sind und so weiter, geschrieben haben, wie ein schlechter Mensch ich bin und so. Und der Punkt, okay, Klingel. Und ja, ich hatte halt ganz viele mögliche Szenen so eingebaut, einfach nur, dass es zu dem Video halt passt, weil ich das auch mit, weil er gesagt hatte, wenig Bräunungsmittel und sowas, hatte ich mir halt auch so ein Spray draufgesprüht auf die Haare, weil es halt einfach gepasst hat. Leider haben es halt, wie gesagt, viele nicht auch gut aufgenommen. Es ging trotzdem, also es war auch nicht, dass es ist halt viele. Es waren aber
viele für den Durchschnitt. Viele Kommentare wurden auch von TikTok geblockt, weil die halt meistens auch dann nicht so nett waren gegen mich über. Und deshalb einfach noch mal auch deshalb zu klarstellen. Leute, nein, ich habe nichts gegen 24Tim. Ich muss sagen, natürlich hat er auch schon ein paar blöde Sachen in Aktion gebracht. Weißt du, wo er damals diese krasse Überschwemmung war in Deutschland, wo er wirklich 20 Videos dazu gemacht hat, wo er dann immer gesagt hat, wenn ihr das sehen wollt, schaut in meine Instagram-Story. Das war natürlich nicht so cool. Aber so habe ich nichts gegen 24Tim. Ich finde seine Videos gar null schlimm. Seine Musikvideos finde ich zwar jetzt musikalisch nicht so super gut, aber trotzdem ist es so natürlich immer echt aufwendig von der Gestalt, vor allem das im Hintergrund natürlich, und daher auch völlig in Ordnung, habe gar kein Problem damit, habe auch mit ihm gar kein Problem als Person. Ich meine, er vertritt ja im Prinzip vor allem, dass er halt offen ist als Mann, auch mal ein Kleid trägt und sowas finde ich natürlich eigentlich auch ganz cool, dass er das macht. Ja, aber wie gesagt, es haben halt leider einfach viele falsch aufgenommen. Deswegen den Point of View habe ich auch nur hingeschrieben, weil, dass man weiß, um was es geht. In meinen TikTok-Videos arbeite ich nämlich oft mit Texten. Beispielsweise gab es so einen Lieferando-Trend, da kam dann mit, hör ich da Lieferando? Und dazu habe ich natürlich auch was gemacht und dann kam ein bisschen später ein Trend mit Did Somebody Say Salami, also das gleiche, aber mit Hör ich da die Salami, was auch echt lustig war. Und dazu habe ich halt auch ein Video gemacht. Zu diesen Videos kann ich aber immer gut Text einblenden, weil da einfach nicht viel gesagt wird. Problem ist natürlich, in der Musik oder in dem Song halt von 24Tim wird sehr viel gesagt, daher konnte ich nicht einblenden. Und das hier mit diesem POV war einfach nur von mir, dass die Leute Bescheid wissen, um was es geht. Das heißt, dass sie halt wissen, dass es um den Song von 24Tim und so weiter geht. Und das war auch gar nicht so gemeint zu 24Tim. Es war einfach nur gemeint, dass man weiß, um was es im Video geht. Also ich hätte es auch ohne den Text machen können. Dann wäre es wahrscheinlich nicht so schlecht angekommen. Es hätte bestimmt trotzdem ein paar negative Kommentare gegeben. Aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar vor allem auch mit dem Mund. Der Mund, das war ein komplettes Meme. Und zwar, das ist schon ein richtig altes Meme. Ich habe mir nämlich so einen Fake-Mund aufgeklebt, den ich erst ausgedruckt habe und mir dann aufgeklebt habe, der die ganze Zeit lächelt. Und das einfach nur aus einem Grund habe ich das gemacht. Erstens natürlich, weil ich es lustig fand und weil ich das mal in einem ganz alten Video auch schon mal gemacht habe. Und ja, das war nämlich der einzigste Grund dafür. Ich habe nämlich mal vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren sogar schon fast ein Video hochgeladen, wo ich einen Schneemann im Winter gebaut habe. Ja, dann war es jetzt, ich glaube, 1 Jahr her oder halt 2 Jahre, eins von beiden. Und im Video habe ich den Schneemann genau diesen gleichen Mund gegeben und daher kam das einfach nur. Ja, das ist so die Background-Story einfach, was alles schief gelaufen ist. Mein Fehler war es vielleicht wirklich das wegen dem POV, das hätte ich vielleicht besser klarstellen sollen. Ich habe zwar auch Parodie und sowas hingeschrieben, habe eigentlich auch erwartet, dass es klar ist, dass es als Spaß gemeint ist, hatten aber halt viele nicht so aufgenommen. Viele natürlich halt trotzdem, aber ja. War auch meine Schuld auf jeden Fall. Manche haben es vielleicht zu ernst genommen. Kann ich natürlich nachvollziehen. Keine Ahnung. Wenn halt jemand sehr dolle 24Tim mag und so weiter, nimmt er das vielleicht dann um einiges übler. Sagt man das so? Weiß ich nicht genau. Aber ja, auf jeden Fall. War es halt auf jeden Fall auch mit meiner Schuld. Von manchen halt, die hätten vielleicht nicht komplett ausrasten sollen. Beziehungsweise, weil ich auch extra in den Kommentaren das angepinnt habe, dass es nur ein Spaß ist und so weiter. Aber klar, jeder hat seinen eigenen Humor, jeder versteht das anders und daher auch auf jeden Fall meine Schuld. Ich gucke in Zukunft, dass ich das dabei ein bisschen vorsichtiger bin, dass so ein dämlicher Fehler nicht nochmal passiert. Ja. Und das war es im Großen und Ganzen, ist auch eigentlich alles zu dieser Thematik. Sonst habe ich eigentlich nicht so viel zu erzählen noch zu dem Video. Im Video hatte ich halt als erstes in der Szene, hatte ich halt den Mund immer auf, immer die Fingernägel. Hat das mit dem Bräunungsmittel, also mit dem Haarspray einfach noch gezeigt. Ich habe einfach im Video sehr viele Szenen nachgemacht, aus dem Text einfach von seinem Song heraus, dass es dazu passt. Ja, passe ich in Zukunft mehr auf? Keine Ahnung, vielleicht sehen manche Leute, die mich darunter so gehatet haben, deshalb, vielleicht sehen die das Video und vielleicht ist es damit ein bisschen klarer, was eigentlich damit gemeint war, dass einfach nur als kleiner Spaß gemeint war, nicht böse gemeint war, sondern einfach nur als Trendding zur Musik, weil natürlich die Musik viel Aufmerksamkeit kriegt und natürlich dachte ich dann, hey, kann ich ja kurz probieren.
Ich meine, so Ideen dauern auch echt lange, auch wenn sie echt dämlich sind. Ja, ich gucke in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf. Ihr habt euch lieb. Entschuldigung auf jeden Fall an alle, die es ein bisschen getroffen haben, die vielleicht mich seitdem nicht mehr mögen oder so. Keine Ahnung, vielleicht sehen manche das Video. Ich habe auch auf TikTok schon ein Video dazu hochgeladen, wo ich das auch nochmal erklärt habe, dass das einfach nur im Prinzip eine Verwechslung war. Ich habe halt einfach vergessen, als Hashtag Ironie zu machen. Aber ich bin auch ehrlich, ich denke nicht, dass das so viele gesehen hätten, das Hashtag. Daher weiß ich nicht, ob es überhaupt was gebracht hätte. Aber ist ja auch egal. Das war es auf jeden Fall im Großen und Ganzen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn das jetzt eher mal so ein Real Talk Video war, wo es auch echt eher um Hate und sowas ging. Um Fehler und so. Aber hey, so Videos müssen auch mal sein. Ich meine, ich will mit meinen Fehlern vor allem auch offen sein. Es gibt ja auch viele YouTuber, die verheimlichen ihre Fehler und so. Wenn die Fehler machen, dann kann ich die einfach komplett unter dem Tisch erwähnen, die nie, als ob das nie passiert ist. Gibt es genug Fälle, ich sage natürlich keine Namen oder so. Aber ich kenne ein paar. Aber sowas will ich natürlich auf keinen Fall machen. Ich meine, ich will auch zu meinen Fehlern stehen. Will auch über meine Fehler reden und so weiter, was ich halt falsch gemacht habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, was auch immer ich tue. Denke mal, das wird Pokémon sein oder irgendein Real-Life-Video, keine Ahnung. Und ja. Auf jeden Fall haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo und ein Like trotzdem da, falls euch gefallen hat. Ihr könnt auch super gerne eure Meinung zu dem Thema mal in die Kommentare schreiben. Bitte bleibt aber sachlich, das heißt, beleidigt nicht rum und so weiter. Schreibt einfach nett eure Meinung. Eure Meinung muss natürlich auch nicht meiner sein. Ihr könnt einfach reinschreiben, was ihr wollt. Oh, da hat jemand mit dem Namen geschrieben. Aber ja, auf jeden Fall. Oh, da kenne ich wohl mehrere. Ja. Schreibt gerne eure Meinung auch mal zu dem Thema in die Kommentare. Das Video von TikTok ist auch in den Kommentaren verlinkt. Oder Beschreibung. Kommentaren werde ich wahrscheinlich vergessen, weil ich mich kenne. Und ja, wie gesagt, nicht haten. Bleibt bitte nett in den Kommentaren auch zu anderen Meinungen und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, was auch immer ich tue. Tschüss!